Hey Leute, ich will euch heute mal meinen Necro zeigen, wie ich den spiele, und zwar jetzt mal rein fürs PvE. Vor allem ist der sehr gut im Silberbissen Farmen. Man geht nicht schnell down und man macht doch ordentlich Schaden. Ja, fangen wir gleich mal an, und zwar mit der Ausrüstung. Da habe ich einmal das komplette aufgestiegene Berserker-Gear, also Kraft, Präzision, Wildheit, wobei mehr Kraft als Präzision drauf ist. Ja, ist wichtig für einen ordentlichen Damage Output. In den ganzen habe ich dann die Rune des Wurms, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Also da wähle ich immer zwischen Rune des Rage und Rune des Wurms. Beides ist auf jeden Fall sehr gut, weil halt Crit ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Builds ist. Beim Rune des Wurms habe ich halt den Vorteil gegenüber der Rune der Rage, dass ich da ja, gute 3000 mehr Lebenspunkte habe, was natürlich beim Überleben schon nochmal einen Unterschied macht. Ja, das nächste ist dann meine Waffen. Habe ich einmal einen Stab dabei. Das Ganze natürlich auch auf Berserker. Ne, diesmal gar nicht, sondern ein Valkyrischer. Stimmt, genau. Und zwar die Vitalität deswegen, weil in der Silberbüste gibt es halt echt viel Burst, wo die Zähigkeit nichts hilft, deswegen am besten noch Vitalität rein und ein bisschen was muss man ja noch haben. Was ich da drin habe, ist einmal das überlegene Sigil der Präzision für mehr kritische Trefferchance, ist ziemlich gut. Und dann habe ich noch das überlegene Sigil der Rage. Was uns gerade, das ist eigentlich wichtiger dann, falls wir mit dem Stab in den Todesschleier gehen, das sage ich aber dann gleich nochmal, dass wir halt Schnelligkeit kriegen. Dann habe ich ein Bersi-Dolch und ein Bersi-Horn. Einmal auf dem Dolch das überlegene Sigil der Luft für diesen extremen Blitzschlag. Und dann nochmal das Sigil der Blutgier, damit wir schön Schaden stacken können. Schmuck und Co. ist alles komplett full Bersi. Einfach weil der Necro sonst keinen Schaden kriegt. Auch die Unterwasserwaffen, da ich dann nur mit dem Speer spiele, habe ich dann natürlich nur den Speer auf Bersi ansonsten. Ja, und das Rückenteil leider noch nicht aufgestiegen, aber da gehört auch Kraft, Wildheit, Präzi rein. Ja, das war die Ausrüstung, viel wichtiger sind ja die Eigenschaften. Und zwar spiele ich da generell auf 33206. Das klingt sehr, naja, random. Aber es ist wirklich richtig gut. Bei Bosheit kriegt man ja erstmal Lebenspunkte, wenn man einen Gegner besiegt hat. Das ist immer gut. Gegner besiegt man ja beim Farmen, gerade in der Silberwüste, massenhaft. Dann habe ich Macht des Schnitters drinnen, die Nummer 6. Warum ich die drin habe, ganz einfach, da wir den Großteil von unserem Schaden im Todesschleier verursachen, ist es nur sinnig, dass man dann auch Macht mit dem Hauptschaden-Skill stackt. Und dann habe ich noch Tod zu Leben, ihr erhaltet Heilkraft auf Basis eurer Kraft. Das ist extrem nützlich, muss ich sagen, weil man sich einfach dadurch viel, viel mehr hochheilen kann. Also ich habe hier jetzt Heilung 875, bin jetzt runtergestuft auf Level 30. Wenn ich eins runtergehe, habe ich 840. Das sind hochgestuft gute 1000, die man dann einfach mal mehr heilen kann, und das ist natürlich wirklich brutal viel. Dann bin ich bei Flüche. Das gibt uns eine Präzision, da wollen wir möglichst viele drin haben. Ein vierter Punkt wäre allerdings woanders einfach gebraucht gewesen. Also nehmen wir hier drei Punkte rein. Da bekommen wir einmal bei kritischen Treffern die Chance, Blutung zu verursachen. Also praktisch ein Sigil des Blutes, glaube ich, oder irgendein Sigil macht es auch auf jeden Fall eingebaut. Ist nice, macht einfach in der Silberwüste grab dann diesen blöden Hüllen doch relativen guten Schaden noch, also kann man lassen. Dann habe ich die 5, die Präzision des Schnitters, einfach damit meine kritischen Treffer mir nochmal ein bisschen Lebenskraft geben, was ja gut ist für Survivability. Dann habe ich einen sehr, sehr wichtigen Skill, deswegen auch drei Punkte hier.
den furiosen Abgang, sobald man in den Todesschleier reingeht, bekommt man Wut. Wut ist sehr gut, weil extrem hohe kritische Trefferchance. Wichtiger Punkt, wichtige zwei Punkte in Todesmagie. Bekommt man einmal Zähigkeit, wenn man in Todesschleier ist, da wir sowieso fast immer im Todesschleier unterwegs sind, ist es nur sinnig, wenn man das macht. Und ganz wichtig, vor allem in der Silberwüste, Leute, verschleierte Entfernung ist so ein geiler Skill. Sobald man in den Todesschleier geht, verliert man einen Zustand. Also wer schon mal beim Drescher war und 3 Minuten Gift hatte, der wird das zu schätzen wissen. Und zu guter Letzt 6 Punkte in Seelensammlung, es wird ein bisschen mehr. Einmal erhöht innerhalb von Lebenskraft durch Fertigkeiten. Was natürlich heißt, wenn wir hier mit unserem Dolch wie blöd auf den Gegner einkloppen, ist unsere Todesschleier sofort wieder aufgefüllt eigentlich. Wichtig noch, unnachgiebige Entladung. Wir haben ja da oben die Lebensexplosion gebufft und das gleiche machen wir hier unten auch. Wir stacken damit Verwundbarkeit auf den Gegner und dieser Auto-Attack wird zu einem durchbohrenden Auto-Attack. Das heißt, wir können mehrere Gegner auf einmal treffen. Ganz gut ist dann halt auch der letzte Atemzug. Wenn wir unter 50% Leben fallen, bekommen wir automatisch Spektralrüstung, was uns natürlich ermöglicht oder befähigt, diese dann später auch nicht reinzunehmen. Die vitale Beharrlichkeit ist extrem wichtig, da man länger im Todesschleier, viel länger sogar im Todesschleier sein kann. Genau zu sein, 50% länger. Und zwar wird da einfach die Lebenskraft langsam entzogen. Dann haben wir im Großmeister einmal das passive Stärke des Untoten. Man richtet halt bei Gegnern, die über 50%, wenn wir über 50% HP sind, und das sind wir immer im Todesschleier eigentlich, richten wir 5% mehr Schaden an. Das ist eigentlich ganz nice. Und dann haben wir das absolute geilste überhaupt, und zwar Todeswahrnehmung. Wenn wir im Todesschleier sind, haben wir eine zu 50% höhere kritische Chance. Ja, krass, einfach nur krass. So, was das heißt, ganz kurz, ohne Todesschleier habe ich 45% kritische Chance, mit Todesschleier 115. Was? Krass, einfach nur krass. So, was ich mitnehme an Skills ist einmal Zustände verzehren, vor allem für die Silberwüste ist es gut, wenn man einfach Zustände verliert. Brunnen des Leidens und Brunnen der Verderbnis für den extremen Burst. Und mit extremen Burst meine ich halt, die erhöhen den Schaden doch enorm. Dann Siegel der Heuschrecke. Siegel der Heuschrecke eigentlich nur wegen der passiven, wegen der 25% Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn man sich nicht viel bewegt, zum Beispiel wenn man am Boss steht, dann kann man ruhig das Siegel der Bosheit reinnehmen für das passive 80 Kraft. Aber das ist so eigentlich nicht wichtig. Und dann haben wir noch die Lichtgestalt. Einfach aus dem Grund, weil es extrem viel Schaden macht. Genau. Extrem viel Schaden. Und er schaut badass aus. Und das wäre es ja eigentlich schon. Aber natürlich wäre ein Bildvideo nichts ohne ein bisschen Action zu zeigen. Deswegen gehe ich mal ganz kurz in die Region, ums die es ja eigentlich geht. Ne? Also ich komme mit dem Necro besser klar als mit jeder anderen Klasse in der Silberwüste. Es liegt vielleicht einfach daran, dass ich den Necro am meisten spiele. Aber so dramatisch ist das nicht. Gehen wir mal dahin. Okay. Also man sieht hier, die Zahlen sind normal, sage ich mal, also wenn man gerade mit dem Dolch mal draufhaut oder mit dem Stab, ist jetzt noch nichts Besonderes dabei. Also vor allem jetzt, weil wir die Blue Gear auch noch nicht aufgebaut haben. Da ziehen wir mal die Brunnen hier, haben wir mal ein bisschen mit dem Stab drauf und dann gehen wir mal in Todesschleier und da sieht man, in Todesschleier crittet man halt nur noch. Und also wirklich ausschließlich. Wirklich. Man crittet immer. Den Todesschleier. Man hat über 100% Crit-Chance. Man crittet immer. Jeder Schlag. Jeder Schlag. Jeder Schlag.
Und naja, das ist halt dann schon ziemlich krass. Wenn man hier nochmal schaut, 3,2, 3,5 und das baut sich halt immer weiter auf, je höher die Verwundbarkeit bzw. die Macht auf uns ist. 3,7 ist wirklich mega krass. Und man hält halt auch wirklich eine Menge aus, weil zur Not kann man immer noch in Todesschleier gehen, wenn mal irgendwas brennt und dann kann man einfach weg. Ist wirklich ein ziemlich starkes Bild. Ist nicht wirklich optimiert für den Schaden, also es gibt natürlich Necro-Builds, die wesentlich, wesentlich höheren Schaden machen. Aber ja, ich denke, dass das Bild ist halt eher so ein Mix, damit man einfach gut und sicher durch die Silberwüste kommt. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich hier auch gleich. Und ja, ich hoffe, dass es geholfen hat. Ansonsten, man sieht sich wieder.